Ja, mein Name ist Yimeng Wu oder Wu Yimeng. Hört ja auch alle, dass ich muttersprachlich, also bewandert bin im Deutschen. Das liegt daran, dass ich als Kind nach Deutschland gekommen bin. Und das gerade mit 8, 9, das ist das Alter, wo das noch geht vor der Pubertät. Und dadurch habe ich auch meine doppelte Identität als Chinesin und Deutsch-Chinesin eigentlich, weil ich hier auch sozialisiert worden bin. Dieses zwischen den Kulturen, zwischen den Stühlen aufzuwachsen, hat Vor- und Nachteile, aber das Besondere ist, dass man, also ich habe den Eindruck, dass ich meistens immer von der einen Seite als die andere Seite verstanden werde. Auch als in China bin ich halt so die aus Deutschland, die Deutsche, und in Deutschland muss ich China repräsentieren. Aber Gott sei Dank bin ich kreativ tätig und das ist für mich eine Möglichkeit, aus beiden sozusagen so die visuellen Elemente herauszuarbeiten und zusammenzubringen. Und zum Beispiel ist auch Buch ein Medium, wo sich die Kulturen auch treffen können, weil da Sprachen aufeinandertreffen, Bilder und Geschichten zusammenkommen. Und ich freue mich, euch das vorzustellen hier. Ich meine, klar, die Lehre Wu, das Zeichen ist auch so ein bisschen Bedeutung, ein schwangeres Zeichen. Also gerade in der ostasiatischen Philosophie, in Daoismus, Buddhismus, ist es eigentlich so die Essenz eigentlich der Lehre auch, dass alle Dinge eigentlich aus dem Nichts entstammen, so wie wir halt auch aus dem Mini-Mini, aus dem Nicht-Dasein dann halt auf die Welt gekommen sind. Und gerade auch in der Ästhetik, in der Kunst spielt also die Lehre eine große Rolle in der traditionellen chinesischen Malerei, die mich auch sehr auch geprägt hat. Meine Mutter ist chinesische Malerin, also traditionell mit Tuschmalerin. Und ich habe das auch erlernt als Kind, die Technik mit Tusche zu arbeiten. Und für mich ist es halt der Lehreraum immer heilig, auch im Design-Gestaltungsraum. Es lässt dich atmen. Und es lässt halt Möglichkeiten erscheinen, weil im chinesischen Landschaftsmalerei ist zum Beispiel die Leere in einem Landschaftsbild kann gleichzeitig Wasser, kann gleichzeitig Wolke oder auch nichts sein. Ne? Also das ist halt dieser Imaginationsraum, der eine große Rolle spielt, im Gegensatz zu der europäischen Kunst, wo es diesen Begriff von Horror Vacui gibt, also die Angst vor der Leere. Also ich denke, das ist wahrscheinlich auch mit dem Christentum wahrscheinlich zusammenhängt. Also das ist halt ein Unterschied, wo ich mich klar zu der asiatischen Seite oder chinesischen Seite bekenne. Und der Prozess des Gestaltens, egal Design oder eigenes Buch oder was auch immer. Ich finde, du fängst immer bei Null an. Das ist wie das leere Blatt, was einem Angst macht, aber auch für mich auch sehr wichtig ist, diesen leeren Zustand innerlich zu versuchen zu erreichen. Vor allem, wenn ich das Gefühl, wenn ich ein Projekt abgeschlossen habe. Also ich glaube sehr an diesen Begriff zum Beispiel, wie wenn dich die Muse küsst, was sehr schön ist, dass die Ideen eigentlich nur rumfliegen oder ich mich dann sozusagen bereit erkläre, sie zu empfangen und sozusagen dem diene und dann die wieder loslasse halt. Also es geht durch mich durch eigentlich. Also ich will nicht, dass es so meine Ideen sind. Und ich habe auch letztens auch so, weil ich mich gerade so ein bisschen mehr mit südafrikanischer Kultur beschäftige, also in der Recherche, weil ich ein Buch gerade dabei bin zu illustrieren an den Anfängen von einem chinesischen Verlag, was eine Kindheit in Südafrika erklärt. Da bin ich auf die Recherche auf so Volksstämme gestoßen, die keine Schriftkultur haben, aber die daran glauben, dass die Geschichten, Ideen fliegen und du musst die fangen halt. Ne? Und das ist so ähnlich wie mit kreativem Prozess eigentlich. Also ich brauche immer den inneren Raum auch. Jetzt auch aufs Design bezogen ist es so, dass ich mich eigentlich sehr gerne mit, also ich nenne sie immer visuelle Codes beschäftige, die es in jeder Kultur, in jedem Land gibt. Und das ein großes Element davon sind Schriftzeichen. Ich wünsche mir eigentlich nach einer Art Rauheit noch, also so nach einer Art Ursprünglichkeit, ohne ins Ethno-Kitsch jetzt zu driften, sondern einfach nur so nach Dingen oder Zeichen zu sehen, die halt irgendeine Lokalität auch ausdrücken und die irgendwie halt, das muss nicht mal in ein Land, sondern einfach nur so eine Regionalität im Design wünsche ich mir. Und neben den Schriftzeichen, was mich interessiert, sind gerade auch so Codes zum Beispiel im Straßenraum, also gerade auch Graffitis oder Schriftkultur, also wirklich, was Menschen vor Ort schreiben und wie sie sich ausdrücken, das finde ich ganz spannend. Also ich liebe die chinesische Buchdesign-Szene, auch die großen Meister oder Meisterinnen. Also es gibt leider nur wenige Frauen, die da halt auch
im Fokus stehende, wie oft in solchen Domänen. Und ich bin froh, auch dabei zu sein, weil ich auch eine Frau bin, unter anderem. Und aber auch, weil ich mir vorgenommen, festgestellt habe, dass es ganz tolle künstlerische Bücher gibt. Das sind die verrücktesten Buchbindungstechniken. Auch dieses Handwerk ist ganz toll in China oder mit Reispapier, also wirklich total ausgefuchst. Aber es gibt nur wenige Bilder, Kinderbücher, die halt in die Kategorie kommen. Und ich habe den Eindruck, es ist so ein bisschen so eine Art noch so ein bisschen vernachlässigtes, stiefmütterlich behandeltes Feld, was ich aber ganz eigentlich wichtig finde. Und gerade Bücher für Kinder, das ist die nächste Generation, womit man die sozusagen füttert als Eltern. Und das ist, die Bücher sind dazu da, irgendwie die Fantasie anzuregen oder auch Räume zu schaffen, auch gedankenfreie Räume zu ermöglichen halt. Und es gibt ja in China so eine schöne Tradition, so für Kinder, die 100 Tage alt sind, gibt es so eine Art Spiel, womit man erraten kann, was sie werden. So, man stellt ganz verschiedene Objekte dar, die man zu Hause hat, die aber repräsentativ für was stehen können. Vielleicht ein Spielzeug, vielleicht Essen, vielleicht Geld, vielleicht irgendwas. Und ich habe schnurstracks zu einem Bilderbuch gegriffen und das ist auch so geblieben. Für J-Auszeichen habe ich mindestens 3, 4 Monate lang erstmal recherchiert, was ich wollte. So, aber ich wusste, dass es halt einem interessanten Ort geht. Der Institut Franco-Chinois, also wo in den, es ist in Lyon auch, wo ich 2012 und 13 die Chance hatte, öfters hinzufahren und 14. Und da habe ich herausgefunden, dass es ein chinesisches Archiv gibt mit chinesischen Büchern aus 1920er bis 40ern ganz viel oder noch ältere Schriftstücke. Und ich habe mich gefragt, warum. Und da ist es so, dass man dass es dort in diesen Zeiten über 400 chinesische Studenten gab, die dort just in Lyon in einer Festung gelebt haben, um sich auf ihr Studium in China, in Frankreich vorzubereiten. Also es war wirklich so eine Art Think Tank gewesen und die haben diese Bücher hinterlassen. Und das hat mich total angefixt, halt, dieser Ort, weil der einzigartig ist, außerhalb Chinas so ein Archiv zu finden mit den Schicksalen, den Geschichten und deren Bücher, weil sie ja auf den Laufenden gehalten werden sollten. Und dann habe ich mich erstmal so in die Recherche gestürzt, ohne jetzt zu wissen, wohin es führt. Aber der Anfang war ganz klar, dass ich so fixiert war von diesen Zeichen aus dem Archiv, dass ich dachte, so, ach, das sind die Protagonisten. Und am Anfang sah ich halt dieses Mädchen, die Lucy heißt, die auf dem Dachboden ihrer Großeltern einen Koffer aufmacht und dann diese Zeichen zu ihr sprechen und die dann ihr eins nach den anderen die Station ihres Urgroßvaters aus China erzählen. Also das war so, der Anfang war total schnell für mich klar und dann ging die Reise los. Und ich denke, die Geschichten, wenn man denen zuhört innerlich oder dem Unterbewusstsein, auch wo immer die auch herkommen, die führen dich auch dahin dann. Also du musst nur dranbleiben. Also so, ich denke mir, machen ganz viele Schriftsteller bestimmt durch, ne? Also dass du dann offen bist zu empfangen. So. Ich freue mich auch sehr, dass halt wie Bücher, das Buch Jautas Zeichen jetzt nach Deutschland, also dass es auch in Deutschland überhaupt angekommen ist, war für mich auch ganz schöne Erfahrung. Und jedes Buch hat ein anderes Cover auch. Ne? Und das ist für mich auch ganz spannend am interkulturellen Design, dass es dann auch immer angepasst ist an die jeweilige Kultur, Zielgruppe und visuell auch. In China heißt das Buch nicht Autors Zeichen, sondern Liang de Hans. Übersetzt heißt die chinesischen Zeichen von Lyon. Weil Yautau ist total nicht spannend. Es ist wie so Peters Buchstaben oder so. Und das fand ich total spannend, das auch mitzuverfolgen. Ich finde es total toll, auch dass es dann jedes Buch eine eigene kulturelle Qualität hat. Mit der deutschen Version geht es noch anders weiter, nämlich ich wurde auch tollerweise gefragt vom Goethe-Institut, von einer Kollegin aus der Pasch-Abteilung, Sprachabteilung, Nathalie Wagner, ob ich nicht gemeinsam mit ihr am didaktischen Material weiter arbeite zu Thema Jautaus Zeichen. Und das ist echt was für mich auch total neu ist, weil ich sonst einfach die Bücher fertig gemacht habe und mich nicht groß gekümmert habe, was danach passiert. Aber das finde ich toll als Auftrag halt, dass ich auch die Möglichkeit habe, mit dem Buch in die Zielgruppe mehr besser anzusprechen und das Buch wirklich einen interkulturellen Beitrag für China, chinesische Schüler sein können oder Schülerinnen, die Deutsch lernen und die auch aber auch die Hilfe haben, wenn sie nicht weiterkommen, das Buch auf Chinesisch dann auch bekommen können. Zum Thema Buch der Zukunft oder was mit dem Buch passiert und ich denke, dass wir auch wirklich auch die digitalen Möglichkeiten ausloten können. Ich kann mir vorstellen, dass dann das Buch auch vielleicht auch die Materialien online auch zur Verfügung sein können, dass
im besten Fall auch Art Klassenpartnerschaften zwischen chinesischen und deutschen Klassen entstehen können, die gemeinsam an dem Buch arbeiten und online sich austauschen können über ihre Erfahrungen. Also das ist das, wo ich so die Zukunft konkret sehe und gerne erproben möchte. Was ich hoffe durch meine Arbeiten ist, dass ich doch gewisse auch Brücken schlagen kann, also wo sich halt Unterschied, weil ich halt auch einen Raum bieten kann, also auch bei, zum Beispiel wenn die Bücher bilingual sind, dass dann Menschen aus China und Deutschland oder sonst auch, wo auch immer, dann die Geschichte folgen können und voneinander lernen können und auch wie Dinge Geschichten, also diese Begegnung, glaube ich, war für mich auch so die Quintessenz, dass es eigentlich ganz viel verrät über deine eigene Herkunft auch und deine eigenen Ideen und dass du durch die Begegnung mit dem Fremden dich selber findest, auch mehr. Ne? Also gerade, wo wir so viel über Heimatkultur debattieren, auch gerade in Deutschland, ich denke, es ist echt wichtig, gerade dann Berührung zu kommen mit dem anderen, um sich selber, also um dann das Deutschsein auch besser zu auch besser dazu zu stehen oder auch die Qualität darin zu erkennen. So. Bevor die Gestaltung geht, muss man sich auch wirklich inhaltlich mit den Themen befassen. Und ich glaube, Sprache ist ein ganz wichtiger Faktor. Und was ich halt auch festgestellt habe, alle Freunde von mir, auch Designerfreunde, die halt interkulturell arbeiten, das sind alles Leute, die auch mehrere Sprachen sprechen und Sprache lieben. Halt, ne? Und das, die, also so Typografen und Fremdsprache, Polyglott, das ist total irgendwie eine Art logische Schlussfolgerung oder eine Voraussetzung eigentlich dafür, und dass man sich auch sprachlich zuerst näher und dann halt die visuellen Zeichen findet dafür. Also das ist, was ich beobachtet habe, also nicht nur von mir zu sprechen zum Thema interkulturelle Begegnung und Design. Ja. Danke. Ja, ich denke, dann kannst du.